Moin Moin, ich bin Kai vom Steine-Kanal und heute schauen wir uns das aktuelle Lego Star Wars Magazin an. Dies erscheint im Zeitschriftenhandel am Samstag, den 22. April 2023. Dies ist die Ausgabe Nummer 95, kostet hier in Deutschland 4,99 Euro und wir haben insgesamt zwei Extras mit dabei. Zum einen haben wir hier so einen Paperback mit einer Minifigur und zwar haben wir die Minifigur von Obi-Wan Kenobi dabei. Dazu haben wir dann noch eine Sammelkarte mit R2-D2. Im Inneren des Hefts wie immer ein Comic, ein doppelseitiges Wendeposter und natürlich ein bisschen was zum Spielen und Rätseln für die jüngeren Leser. Auf dem Poster haben wir dann die Minifigur vom Mandalorianer zusammen hier mit Grogu, besser bekannt auch unter dem Spitznamen Baby Yoda. Das Ganze ist natürlich gerade passend zur aktuellen dritten Staffel vom Mandalorianer. Auf der Rückseite haben wir dann Klontruppen zusammen mit einigen Minifiguren von Klontrupplern. Dann werfen wir natürlich einen Blick ins Paperback mit der Minifigur von Obi-Wan Kenobi. Die Minifigur ist natürlich sehr schnell aufgebaut, sie besteht aus insgesamt 7 Teilen. Das Schöne an der Minifigur ist, wir haben hier nicht nur eine Frisur dabei, sondern auch eine Kapuze, sodass wir hier wechseln können. Bei der Ausgabe mit der Minifigur von Bo-Katan fehlte zum Beispiel das Haarteil, sodass wir nur den Helm hatten. Das fand ich persönlich etwas schade. Bei dieser Minifigur können wir nicht nur zwischen Haarteil und Kapuze wechseln, die Minifigur hat auch ein Wendegesicht. Auf der Rückseite befindet sich auf dem Gesicht noch ein Comlink aufgedruckt. Dieser wird natürlich in Raumschiffen für die Kommunikation benötigt. Die Minifigur von Obi-Wan ist von vorne am Torso und auch an den Beinen bedruckt. Auf dem Rücken ist der Torso ebenfalls bedruckt. Hier sehen wir einen kleinen Faltenwurf vom Mantel. Und natürlich darf das Lichtschwert nicht fehlen. Im Lego Star Wars Magazin gab es übrigens schon einmal eine Minifigur von Obi-Wan Kenobi. Damals aber in einem etwas anderen Outfit und ohne Kapuze, wie hier auf dem Bild zu sehen ist. So, und dann kommen wir auch schon zur Vorschau der Extras in der nächsten Ausgabe. Die nächste Ausgabe erscheint am Samstag, den 22. Mai 2023 und wir haben wieder zwei Extras mit dabei. Zum einen haben wir wieder ein Minimodell und zwar einen Y-Wing, dieser besteht aus 61 Bauteilen. Und zusätzlich haben wir wieder eine Sammelkarte mit dabei, diesmal von einem Sturmtruppler. Wenn man jetzt mal zurückblickt, scheinen sich die Extras in den Ausgaben immer abzuwechseln. Immer eine Minifigur, gefolgt von einem Minimodell. Was sagt ihr dazu? Was gefällt euch besser? Habt ihr lieber Minifiguren oder lieber Minimodelle, wie hier zum Beispiel ein Raumschiff? Zusätzlich habe ich hier im Steine-Kanal auf YouTube eine Umfrage im Community-Tab gestartet. Dort könnt ihr angeben, was euch besser gefällt, Minifiguren oder Minimodelle. Oder nehmt ihr beides gerne? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare oder nehmt an der Umfrage teil. Dann kommen wir jetzt zur Auflösung des Giveaways, dem Polybag mit dem X-Wing aus dem letzten Video zum Lego Star Wars Magazin. Und gewonnen hat Alien23, herzlichen Glückwunsch! Bitte schreibt mir eine E-Mail an info@steine-kanal.de, damit ich weiß, wohin ich den Gewinn senden soll. Und auch in diesem Video haben wir ein kleines Giveaway. Solltet ihr die Ausgabe Nummer 93 des Lego Star Wars Magazins verpasst haben, habt ihr jetzt eine neue Chance. Seid hierzu einfach Abonnent des Steine-Kanals, gebt diesem Video einen Daumen hoch und hinterlasst einen Kommentar. Der Gewinner wird dann aus allen hinterlassenen Kommentaren gezogen. Teilnahmeschluss ist der 18. Mai 2023. Der Gewinner wird dann im nächsten Video zum Lego Star Wars Magazin bekannt gegeben. So, und dann danke ich euch recht herzlich fürs Zusehen. Gebt dem Video einen Daumen hoch, hinterlasst auch ein Abo, falls noch nicht geschehen, und aktiviert die Glocke, damit ihr immer über die neuesten Videos informiert werdet. Und dann verbleibe ich bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen!